eine Computermesse statt. Dort soll ich 3 der 5 Lordies von einem Interview abholen. Diese sympathischen Herren sind mein nächster Job. Die muss ich gleich abholen, ein bisschen durch die Gegend kutschieren und dann muss ich ihnen zeigen, wo ihre Garderobe ist. Hello, gentlemen. I'm Katja. I'm your personal driver. Welcome. Hi, I'm Katja. I'm your driver. Ich stelle mich erstmal anständig als Fahrerin und Betreuerin der Jungs vor. Ja, da kann man es doch ein bisschen mit der Angst zu tun kriegen. You think it works with all the 3 of you? Vor der Halle parkt das Auto. Da passen die 3 aber gar nicht alle rein. But two. Peinlich, peinlich. Einer muss laufen. Ausgerechnet den Chef lassen wir stehen. Yes. Kaum sitzen wir im Auto, da werden die Jungs richtig spießig und fragen, ob ich einen Führerschein habe. Do you have a driving license? No. Okay, that's cool. That's cool, huh? War natürlich nur ein Scherz, aber für die 50 Meter, die wir gefahren sind, hätte ich wohl wirklich keinen Führerschein gebraucht. Das Chefmonster ist auch schon da. Naja, war ja auch nicht wirklich weit zu laufen. Aber mit den Schuhen, das wäre selbst für Frauen eine echte Herausforderung. Drinnen gibt's erstmal einen Schluck Limo. Sehen einfach toll aus. But it does bad for your teeth. Er sagt gerade, Cola ist schlecht für die Zähne. Are those your real teeth? Can you show us? Oh, it's all real. It's all real, I understand. Of course. Die Zähne gesehen? May I touch that? Yeah, sure. Touch all you want, baby. Schon gut. Wow. Follow me. Als ich sie zur Garderobe bringen will, werden die Kerle wild. Hilfe! Hallo! Hineinspaziert! Tut mir leid, dass es hier nicht schöner ist, aber ich habe getan, was ich konnte. Und so ganz scheint die Zelle Ihnen auch nicht zu gefallen. Hat auch schöne Zähne, finde ich. Thank you. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass sie tote Fledermäuse wollen, aber Gummibärchen schmecken denen auch. Alles richtig gemacht. You like sweets? Yeah. 2 fehlen noch, die kommen aber gleich. Jetzt können die Jungs sich ein bisschen entspannen bis zum Auftritt. Dann werde ich kommen und werde sie abhüllen. Take care, guys. Bye.